أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten. Und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sein Diener und Gesandter ist. Liebe Geschwister im Islam, Alhamdulillah, 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 hat Allah azza wa jal uns diesen glanzvollen Monat erreichen lassen. Und vor geraumer Zeit haben wir das Bittgebet gesprochen, Allahumma ballighna Ramadan. Möge Allah Azza wa Jal uns den Monat Ramadan erreichen lassen. Und schau, o Diener Allahs, er ist der Erhörer der Bittgebete. Allah Azza wa Jal, er hat uns diesen Monat erreichen lassen. Und welch großartige Gnade für mich und für dich bei Allah, dass wir diesen Monat erreicht haben. Ein Monat, in dem jeder von Allah Azza wa Jal eine neue Chance bekommt. Allahu Akbar. Das ist die Religion Allahs. Es gibt Leute, sie haben in der Irre gelebt. 15, 30, 50 Jahre. Und dann bereuen sie, weil Allah Azza wa Jal gnädig ist. Und er sagt, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Sprich, o meine Diener, die ihr selbst gegen euch maßlos gewesen seid. Allahu Akbar. قُلْ يَا عِبَادِي. Sprich, o meine Diener, Allah nennt sie seine Diener, obwohl sie die Grenzen überschritten haben. Allah hätte sie anders nennen können. O ihr Sünder, o ihr Frevler, o ihr Abschaum. Aber Allah, er sagt, o meine Diener, Allah, schau mal, wie barmherzig Allah ist. Und das nach all den Taten, die du verrichtet hast. Und jeder weiß am besten, was er verrichtet hat. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Verzweifelt nicht an die Barmherzigkeit Allahs. Das ist die Gnade, dass Allah Azza wa Jal uns ruft. Wir sind Sünder und Allah ruft uns zu sich. Ja Allah, ich habe Alkohol getrunken. Ja Allah, ich habe verbotene Beziehungen gehabt. Ja Allah, ich habe schlechte, obszöne Dinge geschaut. Ja Allah, ich habe Übles geraucht. Ja Allah, ich habe Drogen genommen. Ja Allah, ich habe nicht gebetet. Und Allah ruft dich, komm, o mein Diener. Du hast Sünden gemacht. Und so viel dazu, dass sie die Wolken im Himmel erreicht haben. Und Allah lädt dich ein, dass du trotzdem bei ihm bereust. Subhanahu wa ta'ala. Und er ist der Allvergebende, der Allbarmherzige. Das ist Allah, mein und dein Herr. Möge Allah Azza wa Jal uns ihm gegenüber immer gerecht handeln lassen. Subhanallah al-Azim, was für eine Religion. Sie lässt keine Möglichkeit aus, dir immer wieder eine neue Chance zu geben. Schaut mal, Subhanallah al-Azim, derjenige, der Ramadan erreicht, er hat von Allah Azza wa Jal eine neue Chance bekommen. Aber du musst auch diese Chance nutzen, o Diener Allahs. Höre diese Überlieferung, die viele Muslime nicht kennen und vielleicht heute zum ersten Mal hören, wie gefährlich sie ist. Bei Allah, sie ist so gefährlich, dass wir alle in diesem Monat Ramadan das Bibbern und das Zittern bekommen müssen. Der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, er stand einmal auf der Minbar. فَقَالَ أَتَانِي جِبْرِيلِ. Er sagte, Jibril alaihi salam ist zu mir gekommen. So sagte er, Jibril alayhi salam, indem er ein Bittgebet gesprochen hat. Ja, Muhammad, man adraka shahra Ramadan. Man adraka shahra Ramadan. O Muhammad, derjenige, der den Monat Ramadan erreicht. Wir alle haben ihn erreicht. Famat, und er stirbt. Falam yughfar lah, und ihm wird nicht vergeben in diesem Monat. Faudikhilan
النار فأدخل النار. So soll er das Höllenfeuer betreten. فأبعده الله. Und Allah soll ihn weit von sich weisen. قل آمين. Sprich آمين. O Gesandte Allahs. فقلت آمين. So sagte der Gesandte صلى الله عليه وسلم. Habe ich آمين gesagt. Was denkst du, o Diener Allahs, wenn der Beste im Himmel, Jibril alaihi salam, ein Bittgebet spricht und der Beste auf Erden, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sagt Amin, dann wird uns dieses Bittgebet mit Sicherheit treffen. Allahumma ighfir lana. Wenn du in diesem Monat Ramadan nicht dein Bestes gibst, und deswegen stehe ich hier, um dir das zu sagen, o Diener Allahs, dann gehörst du zu denjenigen, die die Gnaden Allahs verkennen. Er ruft dich immer wieder, dass du bereuen sollst, dass du deine Sünden lässt, dass du ein Diener Allahs bist, denn du nennst dich ein Muslim. Ich frage dich, ist das Wort Muslim einfach nur so ein Name oder heißt das nicht, dass du dich gegenüber Allah Azza wa Jal unterworfen hast? Überlege, warum nennst du dich Muslim? Nenn dich doch etwas anderes. Du sagst, nein, ich bin ein Muslim. Dann lebe wie ein Muslim und lebe nicht wie ein Kafir. Und wie viele Muslime haben das Leben der Kuffar angenommen? Bei Allah. Und Allah Azza wa Jal wird nicht jede Seele als Muslim Yawmul Qiyamah behandeln. Es gibt welche, die hießen Muhammad, die hießen Abbas, die hießen vielleicht sogar Ahmed. Aber Yawmul Qiyamah wird in ihr Name nichts nützen. Denn denkst du, die Sache ist nur mit einem Namen. Was denkst du, wenn ein Kafir jetzt einen muslimischen Namen hat? Geht er ins Paradies? Geht er ins Paradies? Ich frage dich. Und deswegen, überlege, du bist ein Muslim. Wie oft hörst du Alhamdulillah? Alles Lob gebührt Allah. Wer ist Allah? Kennst du Allah? Du solltest Allah Azza wa Jal kennen. Und leider erleben wir in der heutigen Zeit, dass viele Leute nur speziell im Monat Ramadan praktizieren, liebe Geschwister. Und das ist eine Katastrophe. Denn wer nur im Monat Ramadan praktiziert, es ist so, als ob er sagt, Allah sieht mich nur im Ramadan. Sieht Allah dich nur im Monat Ramadan und nicht in Sha'ban und Shawwal und Rajab und den anderen Monaten? Sieht Allah dich nur im Ramadan? Frage dich. Wenn du sagst ja, bei Allah, dann hast du uns verlassen, die Gemeinschaft der Muslime. Allahumma la tumitna illa wa anta radin anha. Wenn du sagst, Allah sieht uns nur im Ramadan, dann bist du kein Muslim mehr. Und wenn du sagst, Allah sieht uns zu jeder Zeit, dann bitte, was machst du in den übrigen Monaten? Deswegen sagten einige der Salaf, qala ba'du Salaf, man sama Ramadan, derjenige, der im Monat Ramadan fastet, wa huwa yuhaddithu nafsahu, während er zu sich selber sagt, höre zu, gewaltige Worte, Wallahi, sie machen uns Angst, wenn wir sie verstehen. وَهُوَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ أَنَّهُ إِذَا خَرَجَ رَمَضَانَ عَصَى رَبَّهُ. Wenn der Monat Ramadan wieder vorbei ist, werde ich zu meinen Sünden zurückkehren. Er hat gefastet, er hat gebetet, sogar das Nachtgebet mitgemacht in der Moschee, aber er sagt zu sich selber, wenn Ramadan beendet ist, dann kehre ich wieder zu den Sünden zurück. Ich kehre wieder zu meiner Freundin zurück. Ich fange wieder an zu trinken. Ich fange wieder an, das Üble zu tun. Höre, was sie sagten. Sie sagten, فَصِيَامُهُ عَلَيْهِ مَرْضُوت. Sein Fasten wird abgewiesen, nicht angenommen. Ich wiederhole. Wer von Anfang an, von Anfang Ramadan sich vornimmt, nach Ramadan und er will fasten und er will beten. Wer sagt, ich kehre danach wieder zu den Sünden zurück, so wird sein Fasten nicht angenommen. لِأَنَّ شَرْط مِنْ شُرُوط التَّوْبَ أَلَّا يَعُودَ إِلَى الْمَعْصِيَةِ. Denn eine Bedingung von den Bedingungen der Tauba ist, dass du nicht zu den Sünden zurückkehren darfst. Wenn du bei Allah Azza wa Jal bereust, du musst das hassen im Herzen, was du im Herzen hast, o Diener Allahs. Und das ist das Entscheidende. Und zudem kommt noch, dass du mit der Sünde sofort aufhörst. Sofort. Und die
die dritte Bedingung, du kehrst nicht wieder zu der Sünde zurück. Wenn du eine einzige Bedingung nicht erfüllst, ist deine Taube hinfällig. Sie hat bei Allah keinen Wert. Was ist das für eine üble Absicht, dass du sagst, nachdem Allah Azza wa Jal dir diesen Monat bereitet hat, höre, was der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam sagte über Shahru Ramadan. Er sagte, yuftahu fihi abwabul Jannah. Im Monat Ramadan werden allesamt alle Türen des Paradieses geöffnet. Wa yughlaqu fihi abwabul Jahim. Und im Monat Ramadan werden alle Türen der Hölle geschlossen. Wa tughallu fihi shayatin. Und die Schayatin, die Satane, werden im Monat Ramadan alle angefesselt, o Diener Allahs. Was denkst du, warum tut Allah das? Er möchte uns vergeben. Aus einem einzigen Grund macht Allah Azza wa Jal das, dass er es uns leicht macht, die Vergebung Allahs zu ersuchen, speziell in diesem Monat. Deswegen sagte Jibril, derjenige, der den Monat Ramadan erreicht, und ihm wird nicht vergeben am Ende des Monats. Du hast die Vergebung Allahs nicht erreicht, obwohl Allah die Toren der Hölle geschlossen hat, obwohl Allah die Schayatin angekettet hat. So wirst du, wal'iyadu billah, in das Höllenfeuer hereingeworfen. Das sind die Worte des Gesandten Muhammad. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Nimmst du dir vor, nach Ramadan zu den Sünden zurückzukehren? Bei Allah, du solltest dir dieses nicht vornehmen. Und sie sagten, وَمَنْ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ. Und derjenige, der sich sagt, أَلَّا يَعْصِيَ اللَّهِ بَعْدَ رَمَضَانِ دَخَلَ الْجَنَّةِ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Und derjenige, der sich vornimmt, nach Ramadan mit seinen guten Taten weiterzumachen. Mit seinen guten Taten weiterzumachen. Und nicht zu der Sünde zurückzukehren, so geht er in das Paradies herein, دخل الجنة بغير حساب, ohne eine Abrechnung. Allahumma najjina minan nar. Ohne eine Abrechnung, o Diener Allahs. Weil du wirst dann leben wie ein Frommer, wie ein Rechtschaffener. Und Allah liebt diese Diener. Und Allah Azza wa Jal ist in der Lage, dass er dir alle Sünden vergibt, yawmul qiyama, und dich ohne Abrechnung in das Paradies hereingehen lässt. Was ist der Sinn vom Monat Ramadan? Wir haben alle die Ayat zigmal gehört. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ihr Gläubigen, Allahu Akbar. Allah nennt dich ein Gläubigen. Was für eine schöne Auszeichnung an dich. O ihr Gläubigen, vorgeschrieben ist euch das Fasten zur Pflicht gemacht. So wie es denjenigen, die vor euch war, ebenfalls zur Pflicht gemacht wurde. Jetzt kommt das Entscheidende. Warum, ja Allah? Ja Allah, normalerweise dürfen wir doch essen. Normalerweise dürfen wir doch trinken. Ja Allah, normalerweise dürfen wir doch mit unseren Ehefrauen Geschlechtsverkehr haben. Warum, ja Allah, hast du uns das Fasten auferlegt? La'allakum tattaqun. Damit ihr gottesfürchtig werdet. Das ist der Sinn. Und wenn du nicht gottesfürchtig wirst, dann hat diese Ibadah, dieser Gottesdienst bei dir nichts bewirkt. Allah Azza wa Jalla sagt über das Gebet, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Das Gebet hält ab vom Schändlichen und Abscheulichen. Weil wenn du richtig betest, mit Herz, mit Seele, mit Iman, mit Glaube, dann kann es niemals sein, dass du Alkohol trinkst. Dann kann es niemals sein, dass du Joints rauchst. Dann kann es niemals sein, dass du in die Disco gehst oder Freundin hast. Das kann niemals sein. Allah Azza wa Jal sagt, wahrlich, das Gebet hält ab vom Schändlichen und Abscheulichen. Zwischen jedem und dem anderen Gebet werden dir die Sünden vergeben. Und wer auch immer mit Glaube betet, so wird er sich selber schämen vor Allah, den er schon 100-mal darum gebeten hat, dass Allah ihm dieselbige Sünde immer wieder verzeiht. So wird er eines Tages aufwachen und sagen, was für ein übler Diener ich bin. Allah ist immer wieder bereit, mir zu vergeben. Aber ich habe die Grenzen Allahs überschritten. Und so wird er zurückkehren und die Sünde lassen.
Wahrlich, das Gebet hält ab vom Schändlichen und Abscheulichen. Deswegen siehst du, wenn Leute das Gebet verlassen, wallahi al-azim, sie kehren zurück zum Schändlichen und Abscheulichen. Und manche werden noch schlimmer als in ihrer Jahiliyyah, die angefangen haben zu praktizieren. Warum? Weil das Gebet hält ab vom Schändlichen und Abscheulichen. Solange du das Gebet verrichtest, dann wirst du abgehalten von diesen Dingen. Und Allah kann jedes Herz drehen. Hast du nicht Leute gesehen, die bei Allah das Übelste an Sünden gemacht haben? Und jetzt siehst du sie in der Moschee. Nach dem Fajr-Gebet, er bemüht sich von seinem warmen Bett hierher in die Moschee, sitzt er noch nach dem Gebet und er liest die Worte Allahs Azza wa Jal. Und er lobpreist Allah Azza wa Jal. Und er spricht nur das Gute und er versucht nur das Gute zu machen. Allah, er leitet die Herzen recht. Allah, er dreht die Herzen. Und nur Allah. O Diener Allahs, hast du vor, zu der Sünde zurückzukehren? Dieser Ramadan ist nicht dafür da, dass du dir den Bauch vollschlägst. Manche sagen stolz, nach Ramadan habe ich 5 oder 10 Kilo zugenommen. Und dieser Ramadan ist nicht da, um abzunehmen, was die andere Gegenseite macht. Und dieser Ramadan ist nicht da, um viel zu reden. Dieser Ramadan ist nicht da, um sich die schlimmen, verdorbenen Sendungen im Fernsehen anzuschauen. Das sind die Musalsalat. Viele unter den arabischen Geschwistern, subhanallah, sie sitzen im Monat Ramadan vor dem Fernseher und schauen Ramadan Special. Yani Haram Special. Nackte Frauen, Sänger, üble Leute und sie sitzen vor dem Fernseher und verbringen Ramadan Special. Und sie wissen nicht, dass ihre guten Taten weggehen, auch special. Deswegen fürchtet Allah und nutzt diesen Monat Ramadan für die Anbetung. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Damit ihr gottesfürchtig werdet. Du sollst nach dem Monat Ramadan ein besserer Muslim werden als im Monat Ramadan. Es kann sein, dass du vorher, vor dem Monat Ramadan, nicht all deine Gebete gemacht hast. Aber nach Ramadan machst du alle deine Gebete sogar zur richtigen Zeit. Es kann sein, dass du nie im Koran gelesen hast. Nach Ramadan fährst du weiter fort damit, den Koran zu lesen. Es kann sein, dass du vorher nie darauf geachtet hast, ob eine Sünde ist. Aber nach Ramadan wirst du dich davor hüten, die üblen Sünden zu machen. Deswegen sagen die Gelehrten, As-Sawmu Anwa, das Fasten hat Stufen. Und sie haben uns beschrieben, wer die besten aller Stufen hat. Sie sagen, die erste Stufe der Fastenden, das ist Saumu al-Awwa. Das ist, was die Masse der Menschen macht, was die Masse der Muslime macht. Sie halten sich fern vom Essen und sie halten sich fern vom Trinken und sie halten sich fern vom Geschlechtsverkehr. Aber sie sündigen viel. Sie gucken diese Fernsehsendung. Und viele von ihnen reden schlechte Wörter. Und viele von ihnen sind aggressiv im Monat Ramadan, weil er fastet. Deswegen muss er aggressiv sein. Deswegen versammelt er am Anfang vom Ramadan seine Familie und sagt, hört zu, wenn ihr keine Probleme mit mir haben wollt, dann lasst mich in Ruhe. Subhanallah. Ist Ramadan dafür da? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ Jauman sa'ima, wenn jemand von euch an einem Tag fastend aufsteht, فَلَا يَرْفُضْ وَلَا يَجْهَلْ So soll er nicht Schlechtes reden und auch keine dummen Aktionen machen. Bedeutet, liebe Geschwister, dass er irgendwie handelt, wie nur ein Jahil handelt. Er sagt, sallallahu alaihi wa sallam, so soll er keine schlechten Wörter reden, فَلَا يَرْفُضْ وَلَا يَجْهَلْ Und er soll keine Aktionen machen, die ein Muslim nicht macht. Die wir nur von anderen Leuten kennen. فَإِنِ امْرُؤٌ شَاتَمَ أَوْ قَاتَلَ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ Und wenn jemand zu ihm kommt und er beleidigt ihn oder er möchte ihn bekämpfen, dann sagt er einfach nur, ich faste, ich faste. Die erste Stufe der Fastenden ist, dass sie sich zwar fernhalten, vom Essen und vom Trinken und vom Geschlechtsverkehr, aber sie machen alles an Sünde. Die zweite Stufe, und das sind die besseren, diese Stufe haben die Gelehrten genannt, Saumu Khawasil Awad. Das sind die Speziellen unter der Allgemeinheit. Sie halten sich fern vom Essen, vom Trinken,
vom Geschlechtsverkehr, wa anil muharramat, und an allem, was haram ist, qawlan, au fi'lan, sei es von Worten oder von Tat. Eine höhere Stufe. Diese sind besser in der Stufe der Fastenden. Und bei Allah gibt es Stufen, o Diener Allahs. Und eine der besten Stufen ist Saumul Khawas. Das ist das Fasten der Speziellen. Was heißt das, o Diener Allahs? Das bedeutet, sie halten sich fern vom Essen, vom Trinken, vom Geschlechtsverkehr, von den Sünden, und höre zu. Und sie sagen nichts, außer was Allah gefällt. Und sie tun nichts, außer was Allah gefällt. Sie sind die gesamte Zeit verbunden mit Dhikrullah. Allahu Akbar. Allahumma ja'alna minhum. Die gesamte Zeit sind sie verbunden mit Dhikrullah. Wann auch immer du ihn siehst, du siehst ihn bei einer Gehorsamkeit. Entweder liest er den Koran, oder er lobpreist Allah Azza wa Jal, oder er gedenkt Allahs auch im Herzen. Und er denkt über Allah Azza wa Jal nach und die Tränen sickern herunter. Dieser ist die gesamte Zeit verbunden mit einer Gehorsamkeit. Das sind die Besten. Willst du nicht zu ihnen gehören? Der Monat Ramadan, deswegen sagte der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam, laysa siyamu min al-akli wa shurb, laysa siyamu min al-akli wa shurb, das Fasten ist nicht nur, dass du das Essen und das Trinken aufgibst, wa innama as-siyamu min al-lahwi wa rafath, sondern vielmehr ist das Fasten von dem sinnlosen Gerede. Du redest sinnlos. Ja, okay, das ist der Monat Ramadan. Du hast 11 Monate Zeit, auch normale Dinge zu besprechen, normale Themen zu bereden. Aber Allah möchte dich im Monat Ramadan wie ein Engel sehen. Schau mal, du isst nicht und du trinkst nicht. Eigenschaften der Engel. Und du bist gehorsam gegenüber Allah. Eigenschaften der Engel. Sie sind niemals gegenüber Allah Azza wa Jalla ungehorsam. Willst du nicht einmal dieses Gefühl bekommen? Als ob du so leben könntest wie ein Engel. Wenn wir es auch nicht schaffen. Aber versuche es in diesem Monat Ramadan, auf das Allah Azza wa Jal dir vergibt. Und am Ende heißt es, und so sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. Und Allah Azza wa Jal, er rettet jede Nacht Seelen vom Höllenfeuer. وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ. Allah Azza wa Jal, er hat Seelen bestimmt, die er im Monat Ramadan speziell vor dem Höllenfeuer errettet. وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ, und dieses in jeder Nacht. اللهم أعتق رقابنا من النار. In jeder Nacht errettet Allah Seelen vor dem Höllenfeuer. Deswegen, wenn du dein Fasten brichst, sei nicht gierig, Yahi. Du hast 12, 14 Stunden gefastet. Und dann, subhanallah, haben manche nicht mal Zeit, Bismillah zu sagen. Und manche haben nicht einmal Zeit, den Dua zu sprechen. Es gibt einen Dua, den wir alle sagen sollten, wenn wir unser Fasten brechen. Und manche haben nicht mal Zeit, Allah Azza wa Jal zu danken, dass er ihnen diesen Fastenmonat ermöglicht hat. Warum, Yahi? Kommt es jetzt auf diese Minute an? Stirbst du, wenn du in dieser Minute nicht isst, nachdem du 12 Stunden vorher gefastet hast? Sei ein Diener Allahs, sei ein dankbarer Diener. Wenn du auch deinen Gelüsten folgst, so sei ein Diener, der Allah immer wieder erwähnt, bevor er sogar seine Gelüste erwähnt. Das ist das Leben von einem Muslim. Bevor er isst, gedenkt er Allahs. Bevor er trinkt, gedenkt er Allahs. Sogar bevor er Geschlechtsverkehr hat, gedenkt er Allahs. Wir sind Diener Allahs. Allah Azza wa Jal sagt zu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Sprich, o Muhammad, sag zu meinen Dienern, mein Gebet, mein Opfer, mein Leben und mein Tod gehören Allah. Und mein Leben und mein Tod gehören Allah. Vor jeder Sache gedenken wir Allah Azza wa Jal. Und höre diesen Hadith, o Diener Allahs, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam berichtet von Allah Azza wa Jal, dass dieser sagte, As-Sawmu li wa ana ajzi bihi. Das Fasten gehört mir alleine, sagt Allah Azza wa Jal. Und ich werde es belohnen, wie ich möchte. Allah Azza wa Jal
wird deine gesamten Fastentage Yawmul Qiyamah zur Seite legen. Dann werden deine Taten gewogen. Die guten und die schlechten. Und derjenige, der mehr gute Taten hat als schlechte Taten, so geht er in das Paradies. Allahumma rizukna al-Jannah. Und derjenige aber, der mehr schlechte Taten hat als gute Taten, weil er war oft schwach und er ist oft zur Sünde zurückgefallen, er hat mehr schlechte Taten als gute Taten, normalerweise kommt er in das Höllenfeuer. Aber Allah ist nicht voreilig. So befiehlt er den Engeln, die Fastentage zu holen, die du in deinem Leben gefastet hast. Deswegen faste nicht nur im Ramadan. Faste an jedem Montag und Donnerstag. Das ist Sunnah. Faste an jedem 13., 14., 15. von einem jeden islamischen Mondmonat. Das ist Sunnah, o Diener Allahs. Und wer das Beste haben möchte, das ist das Fasten von Dawud. Ein Tag fasten, ein Tag nicht. Wenn Allah Azzawajal sieht, dass du mehr schlechte Taten hast als gute Taten, dann befiehlt er den Engeln, deine Fastentage zu holen. Wa ana ajzibi, und ich werde sie belohnen. Die Gelehrten sagen, Allah wird sie so in der Anzahl belohnen, dass deine guten Taten überwiegen und deine schlechten Taten nicht mehr auffallen. Und Allah lässt dich in das Paradies hereingehen. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alameen. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله العبودية die wahre Anbetung zu Allah Azza wa Jal. In derselben Überlieferung, die wir zum Schluss genannt haben, sagt Allah weiter über den glanzvollen Diener, über den rechtschaffenen Diener, den Allah liebt. Guckt, wie Allah Azza wa Jal ihn lobt. Er sagt, يدعو شهوته وأكله وشربه من أجلي. Allah freut sich. Er sagt, Subhana wa ta'ala, mein Diener, der ein gläubiger Diener ist. Nicht einer, der nur mit dem Namen Muslim ist. Mein Diener, er unterlässt seine Gelüste, das Essen und das Trinken für mich. Allahu Akbar. Nur für Allah. Wir sind Diener Allahs. Und wenn wir etwas tun, tun wir es für Allah Azza wa Jal. Das bedeutet, du isst nicht während des Tages. Von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang. Nicht vom Sonnenaufgang, wie viele Leute falsch verstehen. Von der Morgendämmerung, der echten Morgendämmerung, bis zum Sonnenuntergang isst du nichts, o Diener Allahs. Und du trinkst nichts. Und du darfst keinen Geschlechtsverkehr haben. Und ich erwähne einen Punkt, weil viele Jugendliche dieses tun. Wenn ich mich auch schäme, von der Mimbar des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam dieses anzusprechen, so schäme ich mich nicht dafür, weil die Gelehrten über dieses Thema gesprochen haben. Und es ist wahrlich ein wichtiges Thema. Derjenige, der im Monat Ramadan, das gehört auch noch dazu, von den Dingen, die Fasten brechen, nicht nur das Essen und nicht nur das Trinken und nicht nur der Beischlaf mit der Frau, derjenige, der die Selbstbefriedigung ausübt, im Monat Ramadan sein Fasten ist gebrochen. Allahumma asturna fauqa al-ard wa tahta al-ard wa yawm al-ard. Pass auf, o Diener Allahs. Du bist ein Muslim. Yachi, warum lässt du die Gelüste dich so beherrschen? Warum? Du bist doch ein Muslim. Du sollst stärker sein als deine Gelüste. Und der beste Dschihad im Islam ist, dass du deine Gelüste im Zorn hältst. Abu Dharr fragte den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Er sagte, Ayyul Jihadi afdal. Was ist der beste Jihad? So sagte er zu ihm sallallahu alaihi wa sallam, an tujahid nafsak wa hawak fi dhati Allahi azza wa jal. Dass du deine Gelüste bekämpfst und dass du dich erziehst für Allah azza wa jal. Bist du bereit dafür? Allah richtig anzubeten, so wie es seine besten Diener machen, o Diener Allahs. Möge Allah Azza wa Jal uns diesen Monat nicht anders verbringen lassen, außer dass wir die Vergebung von ihm, Subhanahu, erreichen. Und ich beende, o Diener Allahs, indem ich euch die freudige Botschaft gemacht habe, und unsere edlen Brüder haben das schon vorangekündigt. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Und hier seht ihr, niemand hat eine Sache in der Hand, außer Allah. Wir haben eine Mietvertragsverlängerung bekommen für 3 Jahre mit weiterer Option. Das ist nur von Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah. Wallahi, du solltest eine Sache wissen. Und bei Allah, ich sage das nicht, um angeberisch zu wirken, aber ich sage mit Stolz, Alhamdulillah, mit unseren Brüdern hier und mit meiner Persönlichkeit haben wir, Alhamdulillah, uns eine Sache von Anfang an vorgenommen. Dass wir die richtige Aqidah verbreiten.
komme, was wolle. Weder gehören wir zu den Khawarij, noch gehören wir zu den Takfiris, noch gehören wir zu den Euromuslimen. Wir gehören zu den Leuten, die die Religion so leben, wie Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sie gelebt hat. Damit jeder das weiß. Und niemals hat sich unsere Aqida geändert. Und bei Allah, wenn Allah azza wa jalla uns festigt, werden wir niemals Dinge sagen, um den Menschen zu gefallen. Wir haben nur ein einziges Ziel. Allahumma thabbitna ala dinin haq. Dass wir die richtige Aqida verbreiten. Komme, was wolle. Und wallahi, und ich sage es euch im Ernst, es gab eine Menge Leute, die waren dagegen, dass wir hier weiterbleiben. Und natürlich zu Unrecht. Denn wir haben versucht, gut mit den Nachbarn umzugehen. Und wir haben versucht, auch ruhig zu sein. In der letzten Zeit mehr als sogar vorher. Und wir haben versucht, o Diener Allahs, immer alles so zu regeln, dass Allah Azza wa Jalla mit uns zufrieden ist. Aber es gibt trotzdem Leute, die sind immer gegen dich. Haben die Leute den Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam allesamt geliebt? Haben sie nicht über ihn gelogen? Haben sie ihn nicht dessen und dessen bezichtigt? Das war der Gesandte Allahs. Was sagst du über uns? Aber trotzdem, und das solltest du verstehen. Und ich will dir das nur sagen, damit du eine Lehre für dich im Leben ziehst. Bleibe immer auf dem Weg Allahs. Und denke nicht, dass du sündigen darfst, damit du eine Sache bei Allah erreichst. Denn alles, was du erreichst im Leben, steht auf der wohlverwahrten Tafel. Und weh dir, dass du diese Sache nimmst mit einer Sünde. Nein, sei geduldig. Mache das, was Allah Azza wa Jalla von dir verlangt. Und bitte Allah Azza wa Jalla darum, dass er mit dir zufrieden ist. Und du wirst diese Sache bekommen. Der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam sagte, وَلَمْ يُفْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ. Und nichts bekommt ein Diener von der Dunya, außer was Allah für ihn geschrieben hat. Allahu Akbar. Wallahi al-Azim, wie unvernünftig, und es gibt andere Wörter, aber ich nehme dieses Wort, wie unvernünftig ist es, dass du sündigst, um eine Sache zu bekommen, die Allah für dich schon geschrieben hat. Wie viele Leute, sie rasieren sich die Bärte, um eine Arbeit zu bekommen. Wie viele Leute, sie nehmen in Kauf das Gebet, am Abend alle Gebete zu verrichten, und er hat kein Gebet bei Allah, nur damit er diese Arbeit machen kann. Ich frage dich, o Diener Allahs, wird Allah dich so unterstützen, wenn du dich ihm gegenüber vehement widersetzt? Wird Allah dich so unterstützen? Antwort nein. Und natürlich, diese Mietverlängerung hat seinen Preis, liebe Geschwister. Der Preis ist, dass wir jetzt mal locker die doppelte Miete bezahlen seit dem ursprünglichen Vertrag. Wir müssen jetzt jeden Monat 3000 Euro aufwenden. Aber Alhamdulillah, ich gebe euch die frohe Botschaft. Wallahi. Und ich sage es wieder nicht zum Angeben. Wir erinnern euch sehr selten an Spenden. Und ihr wisst das alle. Und man kann an den Händen zählen, wie oft wir an die Spenden erinnert haben. Und manche Brüder kommen zu mir und sagen mir, es wird endlich an der Zeit, dass du an die Spenden erinnerst. Aber subhanallah al-Azim, wir machen unsere Aufgabe. Und wir versuchen sie zur Zufriedenheit Allahs zu machen. Und Allah wird uns helfen. Hat er uns nicht bis jetzt immer geholfen? Haben wir nicht bis jetzt immer den Mietvertrag durchgekriegt? Und haben wir nicht bis jetzt immer jede Miete bezahlt? Alhamdulillah, das ist nur mit Fadlillah Azza wa Jal. Deswegen bitte ich dich, o Diener Allahs, wenn du dich zugehörig fühlst zu dieser Moschee, und es kann sein, dass nicht jeder sich zugehörig fühlt, dann bitte ich dich, so unterstütze die Moschee, so wie du kannst. So wie du kannst. Wenn du nur mit einem Dua sie unterstützen kannst, dann unterstütze sie mit einem Dua. Aber ich sage dir auch, du Reicher, wenn du 1 Million geben kannst, dann gebe die Million. Und bei Allah, wir lieben euch für Allah, aber wir sind nicht Leute, die euch betrügen und euch sagen, macht, was ihr wollt. Und wir wissen, in den meisten Moscheen wird das gemacht. Wir wollen, dass wir allesamt das Paradies betreten. Möge Allah Azza wa Jal uns alle das Paradies betreten lassen, ohne dass er uns abrechnet. Wir könnten euch anlügen, aber wir tun es nicht, weil wir eine Verantwortung haben gegenüber Allah. Und deswegen, liebe Geschwister, wenn ihr euch zugehörig fühlt zu dieser Moschee, dann helft den Geschwistern und helft, auch wenn einer nur herkommen kann und saugen kann. Wallahi al-Azim, du wirst einen gewaltigen Lohn bekommen. Es gibt eine Überlieferung, dass derjenige, der die Moschee sauber macht, dass Allah Azza wa Jal ihm mit einer Hur-Ain verheiratet. Bedeutet, dass er die Mahr mit dem Saugen bezahlt hat. Aber diese Überlieferung ist daif. Aber wir bitten dich, dass du trotzdem kommst. Und dass du trotzdem die Moschee sauber machst, o Diener Allah. Und ich sage dir hier von der Mimbar des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ob du uns hilfst oder nicht hilfst, unser Maulana ist Allah Azza wa Jal. Und unser Helfer ist Allah Azza wa Jal. Aber wenn du hilfst, hilfst du nur für dich.
Möge Allah Azza wa Jal uns allen vergeben. Möge Allah Azza wa Jal uns den besten Monat Ramadan verbringen lassen. Möge Allah Azza wa Jal uns in diesem Monat nicht unseren Gelüsten folgen lassen, nicht zu den Sünden zurückkehren lassen. Möge Allah Azza wa Jal uns wahre Taqwa, Gottesfurcht in unsere Herzen geben, auf dass wir nur bei einer guten Tat anzufinden sind. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.